der Mundl setzt sich eigentlich aus drei Figuren zusammen, die ich gekannt habe. Nicht? Einer war mein Lehrgesell, wie ich Elektriker gelernt habe. Der andere der Vater eines Freundes und der dritte, den habe ich eigentlich schon vergessen. Und so hat sich das ergeben. Nicht? Ich tue mir immer schwer mit diesem. Oh. Na, scheiß Bier, erst. Der Mundl ist innerlich ein Mensch, der glaubt, nur er hat die Wahrheit gepachtet. Nicht? Also die ganze Menschheit müsste so leben wie er. Und jeder, was das nicht macht, ist ein Idiot. Na, mit in Tra. Jetzt spielt der alte Trottel schon zum 100. Mal das selbe Deppert in Irland. Mein Lied ist nicht deppert! Du bist deppert, du Trottel! Nicht, dass er als eine Art verfrittener Papst. Halt den zurück! Wir halten mich nicht zurück, ne? Ich bin das Familienoberhaupt! Was nicht mehr gabert, gabert sich ohne nicht! Der ist ein einfacher Mensch, der vielleicht in seinem Charakter aufbrausend ist. Der glaubt, er ist der Mittelpunkt der Welt. In Wirklichkeit ist er ja effektiv ein Wurstl. Ja, mitsamt sein Schreien und Kraftmeierei, es machen ja die anderen mit ihm was. Er macht ja mit niemand was. Wenn ich nicht so wie die letzten 30 Jahre im Gartenhäusl feiern kann, brauche ich kein Feier. Wir sind ja schließlich da, um über den Geburtstag vom Opa zu reden. Das finde ich auch. Oh, jetzt nicht so lang. Alle warten auf dich. Sehr klar, sehr gut. So ein Hysteriker, der braucht ja irgendein Gegengewicht, sonst geht er gar nichts. Nicht? Und das ist natürlich die Toni. Seine Frau war die Stütze der Familie, die ihn immer wieder heruntergeholt hat, wenn er ausgeflippt war. Die Toni ist nicht das, was man emanzipiert nennt. Letztendlich ist immer das geschehen, was sie wollte. Man kann es auch so machen. Ja, nicht? Ja, wir hätten es euch eh gesagt, aber im Schreibergarten hat sie kein Telefon. Ich habe die eigentlich sofort gemacht. Erstens waren die ersten Folgen ja leicht. Es war, wir waren wesentlich jünger, wir waren so, glaube ich, um die, ich weiß jetzt nicht, 40 oder 45 herum. Es waren die Umstände so genau gezeichnet. Es war diese einfache Familie, die sich gefreut hat, eine Badewanne zu bekommen und einen Schrebergarten, ein Paradies. In einer der letzten Folgen von Ein echter Wiener geht nicht unter, baut er an seinem geliebten Schrebergartenhaus. Dieses Haus gibt es natürlich nicht mehr. Jetzt haben wir versucht, ein Grundstück zu finden, das Anschluss sozusagen hat an das alte und haben hier sein Gartenhaus neu gebaut. Das war früher ein Donner Nebenarm. Das wurde jetzt begrünt und das sollte auch unter anderem verbaut werden, da drüben. Wir haben da eine Unterschriftenaktion gestartet, dass das begrünt bleibt, dass da kein Hochhaus herkommt. Sollen es beibehalten bleiben. Ja. Und es wird halt leider Gottes, ist vieles Geschäftssache. Ja. Hier kommt die Einfahrt in die Tiefgarage. Da hinten kommen noch drei Blöcke dazu mit 400 Wohnungen und ganz oben, da machen wir das Penthouse für den Herrn Generaldirektor. Und unser Herz blutet, wenn das verbetoniert wird, diese schöne grüne Oase, kann man sagen, für uns, auch für mein Tier. Wunderbar, das schaut brav. Mein Zündgerät. Jetzt geht's gleich los, ja. Wir haben da so Effektladungen mit einem Effektstaub und den werden wir über die Fenster rausschießen. Chris, hörst du mich?
als er 50 wurde, haben sie Kinder das Haus geschenkt. Und jetzt, als er 80 wird, wird es abgerissen. Und da sind wir beide tief traurig, weil es unser Leben war. Ja, 30 Jahre waren wir da glücklich, haben gegraben und gepflanzt und waren zufrieden hier. Ja, sehr schön. Und dann nimmt man es uns weg. Ja, und so weint der Mundl. Ich brauche den heute noch, so einen depperten Garten mit einem in schiefen Hütten. Auf diese schönen neuen Hochhäuser alle herbauen und so. Jetzt ist eine große! Mein Gott, diese Fisch ist heute wieder besonders unausstehlich. Was machen wir mit dem Papagei nach Drehschluss? Ich mache meine Mama Gei draus. Was? Ja? Ein Kaffee. Was? Ja, muss nicht mehr so heiß sein. Der wirklich hast du. Im Prinzip bleibt es schon so, wie es in der Fernsehserie war. Film ist allerdings vom technischen und kulinarischen Aufwand etwas anderes wie eine Fernsehserie.